Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich heute die Schubladen bauen. Dafür hätte ich natürlich jede Menge Platten zuschneiden müssen. An der Tischkreissäge. Wo befindet sich meine Tischkreissäge? Auf einem Rollbrett auf dem Boden. Das ist keine vernünftige Arbeitshöhe. Also habe ich mir überlegt, die Werkbank umzubauen, die Tischkreissäge zu integrieren, sodass ich dann eine vernünftige Arbeitshöhe habe und ein bisschen Platz gespart habe. Dafür nehme ich jetzt erstmal die Küchenplatte runter und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah, komm. Und hier ist jetzt das einfache Gestell meiner Werkbank. Da baue ich jetzt erstmal einen Korpus rein. Später kommt dann die Tischkreissäge drauf. So, den Zuschnitt der Platten habe ich jetzt gemacht. Einmal Boden und Deckel, Seitenteile. Nehmen wir uns mal hier unseren Bohrsenker. Zeichnen uns hier jetzt die Stellen an, wo die Schrauben reingedreht werden. So, da haben wir den Kasten, nicht? Also, 427. Ja, sexy, geil, Alter. Jawoll, Junge. Die Zwischenwand, die kommt auch noch. Allerdings muss ich erstmal ausmessen, wo die Säge genau aufliegt. 630. Und genau da mache ich jetzt auch die Zwischenplatte, also diese Zwischenwand hin. Jetzt brauche ich noch einen großen Winkel. Einen großen Winkel habe ich hier. Ziehen wir uns eine Linie komplett durch. Eine Schraube reingedreht. Messe hier den Abstand aus. Von der Außenwand zur Innenwand. Hä? Also genau, richtig. Ja, 629. Die müssen wir jetzt auch auf der anderen Seite haben. Und können dort auch eine Schraube reindrehen. 629 habe ich gesagt, ne? Nehmen wir mal eine schöne lange Schraube, die da reinpasst. So. Ich drehe jetzt einmal den Korpus um. Hoppala. Was ist das für eine beschissene Schraube? Diese beschissene Schraube. Raus mit dir. Da packe ich jetzt eine ordentlich fette Schraube rein. Warum drehst du durch? Mann! Ja, jetzt aber. Alter Mann. Und jetzt muss ich hier nämlich messen, ob das 39 sind. Wahnsinn. Es passt nicht. Erst habe ich mich gefreut, dann doch nicht. Ich bin 2 mm zu hoch. Ja, erstmal denken und dann arbeiten. Als nächstes mache ich mir jetzt so eine Aussparung, damit die Späne nachher auch runterfallen können.
Und zwar in ein, ja, in so ein Schubfach, wie eine Schublade quasi, die ich dann rausziehe, um die Späne dann zu entfernen. 540 von der vorderen Kante. Hier eine Markierung, da drüben eine Markierung. Das Stück hier wird jetzt mit der Stichsäge rausgesägt. Dafür mache ich mir in die Ecken Löcher rein. So, jetzt wird es ernst. Es ist der nächste Tag. Ich habe meine Arbeitsplatte auf die Säge gelegt, diese so positioniert, wie ich es haben möchte, fixiert mit Zwingen. Jetzt werde ich einfach die Konturen der Säge, die Maße, auf die Platte übertragen. Am besten mache ich das halt mit Kreppband, da kann man besser drauf schreiben oder die Markierungen erkennen. Plus, damit haben wir dann natürlich beim Zuschnitt nachher so einen, ja, Splitterschutz sozusagen. Dann haben wir saubere Schnitte, keine ausgebrochenen Kanten. Hoffe ich zumindest. Hier haben wir die Kante der Säge. Da lasse ich natürlich so einen Spalt von 5 mm. Das sind 110 minus 5 mm. Bisher sieht das natürlich alles gut aus. Ich weiß nur nicht, ob das am Ende nach dem Zuschnitt auch passt. Jetzt löse ich die Platte und dann können wir den Zuschnitt machen. Hier müssen wir natürlich darauf achten, dass das Sägeblatt, die Dicke von dem Sägeblatt, auf der Innenseite, also am Abfallstück, liegt. Hier wird es ein bisschen knapp. Hier wäre es natürlich sinnvoll. Ja, wobei das könnte noch reichen. Weil hier haben wir jetzt keine vernünftige Auflagefläche, aber das könnte reichen. Wenn wir jetzt mit der Säge noch drauf gehen und ein bisschen drauf drücken, dann sollte das funktionieren. So, die Ecken, die sind von oben aus gesehen sauber miteinander verbunden. Allerdings haben wir unten noch Material, das sägen wir dann mit der Hand einmal durch. Die ist jetzt komplett lose, das ist gut. Dann machen wir die erste Zwinge erstmal ab. So, jetzt hat sie sich hoffentlich gelöst. Ja. Die Frage ist nun, passt das auch? Weil zuschneiden kann ja jeder. Passend zuschneiden. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Sieht echt gut aus. Mit den Spaltmaßen passt es auch. Hier habe ich etwas mehr Luft gelassen,
wegen dem Parallelanschlag, damit ich da den besser auf die Schiene legen kann. Jetzt können wir nämlich schauen, ob die Schnitte sauber sind. Denn das war mir nämlich auch sehr wichtig. Dadurch, dass wir jetzt das Klebeband genommen haben, haben wir keine Ausrisse, hoffentlich. Ja, sieht wirklich sehr, sehr sauber aus. Ja, die unschöne Kante, die kann man ja später irgendwie bearbeiten mit so einem Kantenumleimer oder sowas. Ich weiß nicht, was so eine Rolle kostet, 40 mm. Dran pappen und dann sieht das hoffentlich auch gut aus. So, jetzt wird die Platte einmal auf Position gebracht. Als ich vorhin eine dünne Holzleiste zugesägt habe, ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Schiebeschlitten nicht ausreichend rausfahren kann. Das heißt, ich stoße hier gegen die Innenkante der Platte und deshalb werde ich hier eine Aussparung machen. Vielleicht komplett durchgehend, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie viel nötig ist. Dafür werde ich mir wieder Klebeband draufkleben, damit ich die Markierungen setzen kann. Und hoffe, dass ich natürlich dadurch auch ausrissfreie Kanten habe. Weil mit der Säge funktioniert das. Ich weiß nicht, wie es mit dem Fräser wird. Ob ich das auch ausrissfrei hinkriege. Wenn nicht, dann wird das Ganze rausgesägt und gut ist. Dann setzen wir erstmal den Schiebeschlitten hier dran. Und machen uns hier eine Markierung hin. So. Jawohl.
Das Verkleiden der unschönen Kante hatte ich auch bei der letzten Werkbankplatte gemacht. Auch hier hat das super funktioniert, wirklich schön geworden. Was mir auch besonders gut gefällt, die Aussparung. Das zeige ich euch mal gerade aus der Nähe. So sieht es auf jeden Fall viel schöner aus, verkleidet mit MDF. Und ich habe ausreichend Luft noch hinten, somit komme ich nirgendwo dran und ich kann den Schiebeschlitten komplett verwenden. Mein Sägetisch ist jetzt so weit, dass ich darauf arbeiten kann, dass ich meine Platten endlich mal in einer vernünftigen Arbeitshöhe zuschneiden kann und nicht auf den Boden kriechen muss. Das MDF hier an den Kanten und auch die Werkbankplatte, die ich im letzten Video gebaut habe, werde ich demnächst mit Bootslack lackieren. Und es gibt noch einige andere Dinge zu tun an diesem Sägetisch, aber das werde ich in einem separaten Video zeigen. Vorher möchte ich definitiv als erstes die Schubladen bauen und dafür brauche ich sowieso noch ein bisschen Material. Also wird das im nächsten Video kommen, wie ich die Schubladen baue, mein ganzes Werkzeug einräume und auch die Halter für die French-Gliedwand, die Halter für die Schraubzwingen. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Ali. Ciao.